Gut, die letzte Aufgabe von unserem Arbeitsblatt ist deswegen die schwierigste, weil hier Dinge vorkommen, die wir schon sehr lange nicht mehr gerechnet haben. Das kann auch in deiner Abschlussprüfung passieren, dass du verschiedene Themenbereiche verknüpfen musst. Und hier ist das so ein Beispiel. Erstens einmal hat man eine sehr komplexe, vielleicht auch sogar eine, die dir Angst macht, eine komplexe Skizze. Und da ist es immer gut, sich die entscheidenden Dinge herauszuzeichnen. Wenn eine Skizze kompliziert ist oder eine Schemazeichnung, dann zeichnet man sich das raus, was man braucht. Bei A, die wollen die Giebelhöhe wissen. Die Geschichte dazu kurz, das ist eine Dachgeschosswohnung und die wird vermietet. Wir sollen die Wohnfläche berechnen. Das wäre jetzt sehr einfach, 12 Meter auf 16 Meter, da habe ich ja sofort die Wohnhöhe, aber die Ecken bis 2 Meter ran, die zählen nicht zur Wohnfläche. Das muss ich also nachher herausrechnen. Und ich soll die Giebelhöhe berechnen. Giebel ist ein schwieriges Wort, weil man das selten benutzt. Das ist das hier. Vom Fußboden hoch zum Giebel. In Meter. Ich zeichne mir dieses Dreieck raus. Von diesem Dreieck, dieses hier, möchte ich die Giebelhöhe wissen. Das hier möchte ich wissen. Das hier weiß ich. Das ist bis zur Mitte, das sind 6 Meter. Und ich weiß noch etwas, ich weiß den Winkel. Da steht 46 Grad. 46 Grad. Irgendwann einmal, du erinnerst dich vielleicht, als wir mit Winkelfunktionen, mit Kathetensätzen, Höhensätzen und Pythagoras gearbeitet haben, war uns klar, sobald ich zwei Dinge von einem Dreieck weiß, kann ich alles ausrechnen, solange es rechtwinklig ist natürlich. Oder ich muss es in rechtwinklige Dreiecke zerlegen. Ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Ich habe einen Winkel und mit einer Funktion, einer Winkelfunktion, kann ich sehr leicht x berechnen. Aus Sicht des Winkels, wenn ich hier rausschaue, sehe ich hier die Gegenkathete, das ist die Hypotenuse, das ist die Gegenkathete und das ist die Ankathete, weil sie am Winkel dran ist. Die Winkelfunktion, die ohne Hypotenuse arbeitet, ist die Tangensfunktion. Tangens von meinen 46 Grad, steht auch in deiner Formelsammlung, ist Gegenkathete durch Ankathete. Ich brauche also nichts anderes tun, als jetzt das mal 6 zu nehmen. Hier steht ja geteilt durch 6, die Gegenaufgabe ist mal 6. Dann steht hier Tangens von 46 Grad mal 6. Ist x. Der Taschenrechner liefert mir den Tangens von 46 Grad. Und das Ganze mal 6. Und dann habe ich eine Höhe, die runde ich auf 6,21. 6,21. Jetzt weiß ich, diese Dachgeschosswohnung ist in der Mitte vom Fußboden bis zum Giebel 6,21 Meter hoch. Das ist ganz schön hoch. Gerade wenn man es heizen muss und die Wärme nach oben steigt, ist das vermutlich ein Problem. So, jetzt kommen wir zu B. Bei B möchte ich dieses Stück wissen. Denn ab einer Höhe von 2 Metern zählt diese Wohnfläche da ganz im Eck, links und rechts, die zählt nicht mehr zu der Fläche, für die man Miete bezahlen muss. Also zeichne ich mir dieses Mal auch wieder diese beiden Dreiecke raus. Das ist das Große. Von dem weiß ich schon sehr viel. 6,21 und 6. Und jetzt da kommt dieses Kleine, das wir rausrechnen müssen. Da weiß ich, das sind 2 Meter. Man entdeckt hier zwei Strahlen und zwei Parallelen. Hier verwende ich einen Strahlensatz, um rauszukriegen. Da ist ein kleiner Fehler. Der Zweier ist nicht hier, sondern die Höhe muss ja 2 sein. Und wenn die Höhe hier weniger als 2 ist, das hier im Eck, das braucht man dann nicht mehr zahlen. Und das wollen wir wissen. Dieses Stück, das wollen wir wissen. Ein Strahlensatz wäre zum Beispiel lange Parallele zu kurzer Parallele,
Wie langes Strahlstück zu kurzem Strahlstück. Lange Parallele zu kurzer Parallele ist, und wir wissen, beim zweiten Strahlensatz müssen die Strecken immer zurück zum Zentrum. Langes Stück, das sind 6 Meter, zu dem kurzen Stück, das wir wissen wollen. Über Kreuz multiplizieren, dann steht da 6,21x ist 12. Geteilt durch 6,21, dann bekommen wir für x 12 geteilt durch 6,21, 1,93. Und ab jetzt ist es jetzt nicht mehr schwer. Dann gehen wir zurück zu unserer Wohnfläche. Eigentlich wäre die Wohnfläche ja 12 mal 16. Aber wir wissen, dass wir jetzt links und rechts 1,93 reinrutschen dürfen. Also ziehe ich von diesen 12 2 mal 1,93 ab. Ich kann es einmal formulieren. Die Fläche ist 16 mal. Und jetzt müssen wir halt von 12 2 mal 1,93 abziehen. Also die Fläche wäre eigentlich 12 mal 16, aber das 12 verkürzt sich links und rechts um 1,93. Dann schauen wir, was wir für eine Wohnfläche bekommen. Dann ist das hier nur noch 8,14 und die Wohnfläche wäre dann 16 mal 8,14, 130,24 Quadratmeter. Wir müssen für jeden Quadratmeter 6,20 Euro bezahlen, also sind die Kosten 130,24 mal 6,20 Euro mal 6,2. Und für, gut, es ist eine große Wohnung, aber schon ein stolzer Preis, 807,49 Cent. So viele Euros kostet die Wohnung dann. Die Aufgabe ist deswegen eine komplexe und schwierige Aufgabe, weil wir Winkelfunktionen brauchen, dann brauchen wir einen Strahlensatz und dann brauchen wir noch Rechnen, das kennst du aus der 5. und 6. Klasse, wie Fläche eines Rechtecks und dann der Quadratmeterpreis multipliziert mit der Fläche zum Endpreis. Das war dieses Arbeitsblatt, das du übrigens, wie viele andere Arbeitsblätter auch, auf www.lernwelt-englisch.de findest. Und zwar im M10-Corner.